Runde Zapfen sind wirklich nice. Und wenn ihr nicht wisst, warum, ist das überhaupt nicht schlimm, weil am Ende von diesem Video zeige ich euch das. Ich will euch aber vorher zeigen, wie ihr eine ganz einfache Vorrichtung bauen könnt, mit der ihr schnell, wiederholgenau und vor allen Dingen sicher runde Zapfen an euer Material bekommt. Egal, ob ihr jetzt einen Rundstab habt, der sozusagen einen kleineren Zapfen haben soll, oder ob ihr quadratisches Material habt. Das Schöne ist, wir brauchen nur ein Reststück, Bohrer und einen Frästisch. Unser Jig ist ganz, ganz einfach gebaut. Wir gucken einfach, wo wir unsere Bohrung platzieren wollen, zeichnen uns dann die Mitte an, damit wir alle in einer gleichen Flucht bohren, pieksen die einmal vor und ab geht's zur Standbohrmaschine. Das erste Loch ist bei uns ein ganz normales 20 mm Loch. Beim zweiten Loch bohren wir mit 25 mm vor. Das ermöglicht es uns, einen 18 mm quadratischen Stab da sehr passgenau einzuführen. Und das letzte Loch mit 35, einfach nur, um auch mal was Großes zu machen. Wenn wir alle Löcher gebohrt haben, fräsen wir mittig einmal eine kleine Nut ein. Die geht durch alle Löcher einmal durch und sieht so aus. Oben haben wir unsere Löcher, unten haben wir die Löcher mit der Nut. Und so sehen wir auch den Fräser von oben. Einmal umgedreht und zack. Wenn wir jetzt unsere Nut gefräst haben, dann können wir unseren Fräser in der Nut so einstellen, dass er aus der Nut herausguckt. Wenn wir dann den Rundstab da reinstecken, dann fräsen wir einen kleineren Kreis als den, den wir gebohrt haben. Nämlich so viel kleiner, wie der Fräser rausguckt. Und so können wir sehr präzise einstellen, wie groß unser Zapfen später sein soll. Ja, das war ziemlich einfach, oder? Das ist tatsächlich super einfach und relativ sicher. Wir gucken uns jetzt, bevor wir uns angucken, was für geile Sachen wir damit machen können, einmal an, warum das aus meiner Sicht eine deutlich bessere Idee als manch andere ist. Es gibt auch solche Zapfenbohrer, die heißen auch manchmal Stopfenbohrer. Im Prinzip machen die beide das Gleiche, die bohren auch so einen Zapfen. Das Problem ist nur, wenn man jetzt schon hier sieht, dieser Rundstab ist relativ lang. Wenn ich jetzt versuche, den unter meiner Standbohrmaschine super, super gerade auszurichten, dann dürfte das ziemlich nervig sein. Und vor allen Dingen wird das auch alles ziemlich wackelig. Deswegen finde ich das keine wirklich gute Alternative. Hier haben wir wirklich eine ganz stabile Führung, direkt da, wo die Action passiert, nämlich am Fräser. Und am Fräser gucken wir uns noch eine Methode an, die sehr verbreitet ist, die ich überhaupt nicht empfehlen kann. Eine weitere Methode, die man oft sieht, ist, dass man sozusagen den Rundstab einfach so in den Fräser schiebt und dann dreht. Gerade bei kleinen Teilen ist das sehr gefährlich, weil wir irgendwie hier versuchen zu drehen. Und selbst bei langen Teilen ist das Drehen gegen den Anschlag nicht wirklich gut. Wir haben nicht viel Kontrolle und sobald irgendwas schief geht, können wir es eigentlich nicht halten, weil der Rundstab eigentlich nicht wirklich gut geführt ist. Deswegen würde ich das so auf jeden Fall nicht machen. Runde Sachen an einer drehenden Maschine drehen ohne eine feste Führung, blöde Idee. Für eine ganz wunderbare Verbindung machen wir es so, dass wir in ein Stück Holz erstmal ein normales Loch bohren. Das sind 20 mm. Dann nehmen wir uns einen kleineren Bohrer, der die Größe unseres Zapfen hat, in diesem Fall 10 mm, und bohren das Loch dann einmal durch. Das ergibt gleich, und das werdet ihr sehen, eine richtig geile Verbindung. Durch das Verstellen eures Fräsers innerhalb der Löcher habt ihr sehr viele Möglichkeiten, super, super passgenaue Verbindungen herzustellen. So wie hier eine sehr cleane, unsichtbare Verbindung, die wirklich sehr, sehr gut passt.
Oder sowas wie hier. Wir haben sozusagen einmal groß vorgebohrt, da steckt der große Dübel drin und der kleine geht durch. Das ist wirklich schon eine ziemliche Next-Level-Verbindung, was die Optik angeht. Und sie ist vor allen Dingen auch stabil. Und wenn das jetzt zum Beispiel eine Hockerplatte wäre, dann könnte das Bein nicht durchrutschen. Und hatte ich schon mal gesagt, dass das optisch wirklich Next Level ist. Und das Beste ist, es ist wirklich super, super einfach, nahezu idiotensicher, weil ihr eine sehr sichere Führung habt. Und wenn ihr das so wie hier macht, könnt ihr euch wirklich einen Block machen für alle Bohrergrößen, die ihr habt und könnt dann alle Rundstäbe, die ihr normalerweise verarbeitet, mit dieser Vorrichtung ganz, ganz einfach in super passgenaue Zapfen verwandeln. Ich finde das ziemlich unglaublich. Und das Beste daran ist, dass es einfach im Vergleich zu anderen Techniken wirklich sehr wiederholgenau und sicher ist. Ich sage es einmal kurz am Ende. Es fühlt sich beim ersten Mal komisch an, diesen Rundstab so auf den Fräser zu drücken. Es ist aber in Ordnung. Er kann nirgendwo hin. Er sitzt im Loch. Und ihr solltet auf jeden Fall den Kanal abonnieren, weil das ein unglaublich cooler Trick ist, den ihr jetzt kennt. Und das Schöne ist, jeder von euch kann das jetzt nachmachen und unfassbar geile Möbel bauen. So soll es sein. Oder eine kleine Spitzhacke. Also, bis zum nächsten Mal. Hopp, um Gottes Willen. Tschüss.